Spiele einen Sieg gegen Nürnberg. Die erste Chance, Köpke klärt vor Schüler. Die Nürnberger stark ersatzgeschwächt, mit Eckstein und Andersen fehlte fast der komplette erste Sturm, auch Gieske nicht dabei und nur gelegentlich die Vorstöße. Hier kann Pfalzer gerade noch klären. Die Berliner taten sich sehr, sehr schwer gegen eine eher defensiv orientierte Nürnberger Elf, die allerdings hier zu einem Vorstoß kommt. Stefan Reuter kann nur noch per Foul gestoppt werden. Die Nürnberger immer wieder mit einer Abseitsfalle, hier ein Freistoß von Grahammer, kein Problem für Mager. Ideenlos, geistig und körperlich recht träge das Spiel der Blau-Weißen, die allein 11-mal in der ersten Halbzeit in die Abseitsfalle der Nürnberger rannten und dadurch den Gästen zuweilen zumindest Konterchancen eröffneten. Probleme hier für Mager, im Nachfassen sichert er den Ball. Trainer Hoss nicht zufrieden mit der Leistung seiner Elf. Und hier sehen Sie einmal eine typische Situation für dieses Spiel der Nürnberger, die immer wieder einen dichten Riegel aufbauten. Und jetzt sehen Sie mal, stehen gleich zwei Blau-Weiß-Spieler im Abseits. Wie gesagt, 11-mal in der ersten Halbzeit war das allein der Fall. 17.000 Fans natürlich nicht zufrieden. Wagner, Stenzel und Reuter, der beste Mann heute im Olympiastadion. Dann die letzte Chance, vielleicht sogar die einzige, wenn man so will, für Blau-Weiß kurz vor der Pause. Endlich einmal ein langer Pass von Van der Eyken, Pfalzer mit Risiko und voll daneben. Unzufriedenheit zur Pause und die zweite Halbzeit begann, wie die erste aufgehört hatte, mit einer Abseitsposition. Dann die Nürnberger mit Wagner. Gegen Van der Eyken. Und Wilbois in der Mitte, das 1:0 in der 58. Minute. Noch einmal dieser Treffer, das gewonnene Duell von Wagner und dann der Fußschlenzer von Wilbois. Das war der Auftakt von 10 Minuten, die 17.000 im Olympiastadion so schnell nicht vergessen werden. Peter Stark gerade erst eingewechselt, musste schon wieder vom Platz, weil er sich erneut verletzt hatte. Dienauer, Sie sahen ihn eben mit der 12, kam für ihn und die Nürnberger nun im Aufwind. Nur 3 Minuten später diese Situation. Wilbois, das 2:0. In der 61. Spielminute. Freude beim Torschützen. Und wir sehen diese Situation auch noch einmal in der Zeitlupe. Die Vorarbeit von Stenzel und Wilbois als Nutznießer. Vielleicht hätte diese Situation eine Wende bringen können. Ein weiter Pass von Pfalz und dann ein klares Handspiel vom Güttler im Strafraum bei Nürnberg. Noch einmal in der Zeitlupe können Sie es erkennen, sicherlich unbeabsichtigt, dieses Handspiel. Schiedsrichter Assenmacher ließ weiterspielen. Bei einer ähnlichen Situation hatte er es vorher im Nürnberger Strafraum, im Blau-Weiß-Strafraum natürlich auch getan. Ein Einwurf und sehen Sie einmal, was sich daraus entwickelt. Filipkowski. Nach vorne prescht Stefan Reuter. Lässt Schüler stehen. Und Stenzel ist zur Stelle, markiert das 3:0 in der 64. Spielminute. Noch einmal diese feine Einzelleistung von Reuter, der wie gesagt der überragende Mann heute war im Olympiastadion, der junge Nationalspieler. Schmidt orientiert sich ebenfalls zu Reuter und nicht zu dem nach vorn geeilten Stenzel, das 3:0. Trainer Bernd Hoss verzweifelt. Und die Blau-Weißen mit dem Bemühen jedenfalls, vielleicht doch den Ehrentreffer zu erzielen, aber einfach zu ideenlos das Spiel der Berliner, gefährlich dagegen der Club. Schwabel, völlig frei dort auf der linken Seite, Reuter, ein schöner Schlenzer, das 4:0 in der 68. Minute,
4 Treffer in 10 Minuten. Der zweite von Stenzel hier, Sie sehen ihn nochmal, schon beim 7:2 in Nürnberg war er zweimal erfolgreich. Da fröstelte es die Fans und auch die nächste gefährliche Szene von der Nürnberger Elf ließ nicht lange auf sich warten. Reuter auf und davon, diesmal hat Mager die Finger noch dazwischen. Die Nürnberger natürlich jetzt im Gefühl des sicheren Sieges ein wenig sorgloser, auch bei ihrer Abseitsfalle. Hier wird sie einmal überlistet. Flat ist das, findet Riedle. Der 10. Saisontreffer von Karl-Heinz Riedle. Köpke bei dieser Situation ohne Chance. Wir sehen uns das Ganze noch einmal in der Zeitlupe an. Der Ehrentreffer für die Blau-Weißen, obwohl mir das Wort Ehrentreffer wirklich schwer über die Lippen gibt, angesichts der wirklich schlechten Leistung der Berliner an diesem heutigen Tag. Dann noch einmal das Bemühen, das Ergebnis zumindest zu verbessern. Pfalzer Volley, nur der Pfosten. Es blieb beim 1:4 in Berlin und eine brennende Blau-Weiß-Fahne symbolisiert, was die Fans denken mögen, kaum noch Hoffnung auf Platz 16. Zurück nach Hamburg. Ja, vielen Dank. Der Kommentar von Andreas Witte, meine Damen und Herren, wird gestürzt durch eine Aussage von Trainer Bernd Hoss. Ich bin maßlos enttäuscht. Schon nach der ersten Halbzeit war mir klar, dass da nichts mehr gehen würde. Es war eines der schlechtesten Spiele meiner Mannschaft, das ich je gesehen habe. Ich begrüße jetzt sehr herzlich im Studio des SFB in Berlin Jörg Gethke. Ich kann mir vorstellen, dass Sie ein bisschen deprimiert zu uns gekommen sind. Umso mehr freue ich mich, wie gesagt, dass Sie da sind. Können Sie das stützen, was Ihr Trainer gesagt hat? War es in der Tat eines der schlechtesten Spiele, die Blau-Weiß 90 im Laufe der Saison gespielt hat? Ja, das kann man wohl sagen. Vom Ergebnis her sowieso 1:4. Ich glaube, das haben wir nur gegen Werder Bremen das gleiche Ergebnis erzielt. Und von der Einstellung her und vom einfachen Spiel her hatten wir doch heute sehr viele Schwierigkeiten gehabt, die für mich von hier aus unerklärlich sind. Sie hatten doch letztes Mal gegen Bayer Leverkusen beim 2:2 recht gute Kritiken bekommen. Wie kommt dieser Leistungsabfall zustande? Ja, wie gesagt, man kann es kaum erklären, aber wir hatten heute alle Blei in den Füßen gehabt, so, wie man so schön sagt. Und die spielerische Linie hat gefehlt und in der zweiten Halbzeit wurden wir dann natürlich überrascht mit dem 0:1 und dem 0:2, das gleich hintereinander fiel. Und da war das Spiel vorbei eigentlich. Ich muss das mal so deutlich fragen, Jörg Gethke, war das die Abschiedsvorstellung in der ersten Liga vom Aufsteiger Blau-Weiß 90 Berlin? Na, wir hoffen nicht. Wir haben noch 3 Spiele, sind 2 Punkte hinter. Es hilft jetzt eigentlich nur noch Daumen drücken, dass die anderen beiden Mannschaften am Wochenende auch Punkte abgeben und wir vielleicht diese beiden Punkte noch aufholen können. Sie haben ja im Grunde genommen noch eine ganz gute Ausgangsbasis, wenn ich die letzten 3 Spiele sehe, 2-mal zu Hause. Gegen den Mitkonkurrenten Homburg, gegen Waldhof und dann noch zum HSV. Also packen könnte man es doch noch, oder? Man könnte es schon packen, bloß wir sind zu Hause also im Augenblick doch nicht so stark wie vielleicht die anderen Mannschaften. Wir sind im Augenblick auswärts etwas besser, weil wir da von hinten rausspielen können. Das liegt uns auch mehr. Aber wir müssen halt die beiden Heimspiele gewinnen und dann beten. Dieser Druck ist natürlich enorm groß, der auf der Mannschaft lastet. Hinzu kommt natürlich auch, dass Hertha BSC wieder an die Tür klopft, die Nummer 1 möglicherweise in absehbarer Zeit in Berlin zu werden. Könnte das nicht einen zusätzlichen Motivationsschub für die Mannschaft geben? Jetzt erst recht, jetzt will man beweisen, wir sind die Nummer 1 in Berlin. Ja, vielleicht ist das gerade unser Problem. Wir wollen immer und wir haben auch in den letzten Spielen eigentlich gezeigt, dass wir von der Kampfbereitschaft und vom Einsatz her eigentlich immer gewillt sind, gute Leistung zu bringen. Aber wir müssen in der ersten Bundesliga eigentlich fast immer mit 120% spielen, um gute Leistung zu bringen. Und irgendwann geht es an die Substanz. Und man hat vielleicht heute auch gesehen, dass wir doch ein bisschen an der Substanz verloren haben. Und wir hoffen, dass wir uns körperlich jetzt, wir haben jetzt 3 Tage frei, dass wir uns da körperlich wieder aufbauen können, um vielleicht die letzten 3 Spiele jetzt wirklich nochmal alles reinzulegen, um das fast Unmögliche doch noch zu schaffen. Was ist, wenn man den 16. Platz nun nicht schafft? Fällt die Mannschaft auseinander? Na, ich glaube nicht. Die Mannschaft oder die Spieler, die sind noch vertraglich gebunden an den Verein, die meisten der Spieler. Und wenn man die Leute zusammenhält, wir wollen natürlich gleich wieder nach oben, wenn es so kommen sollte. Und da bin ich eigentlich guter Dinge, dass wir im nächsten Jahr eine sehr gute Mannschaft stellen können. Auf jeden Fall von Hamburg aus drücken wir Ihnen die Daumen, Jörg Gethke, dass es vielleicht doch noch klappt. Denn so ein Relegationsrundenspiel oder 2-mal gegen St. Pauli wäre ja nicht ohne Reiz. Herzlichen Dank nach Berlin. Danke mich. Meine Damen und Herren, wir machen